Was kommt jetzt, Heifenstein? Majestät, was wäre, wenn ich draußen einen Gast hätte, der sich wie Phönix aus der Asche erhob, der sich wie Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpfe zog? Moment. Was kommt jetzt? Ein Grillhändel oder ein Geschichteldrucker? In gewisser Hinsicht sowohl als auch. Johannes Streutz! Das ist ein Pinguin, ist in der freien Wildbahn in Österreich sehr selten geworden. Ja. Fast vom Aussterben bedroht, gibt es nur mehr in Vorarlberg, in entfernten Wäldern lebt er dort. Na husch! Ja, danke, dass er da ist. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank. War er vielleicht im Häfen, weil er so lange nicht mehr da war? Gott sei Dank nicht. Ich bin ja Polizist, auch nicht nur Skirennläufer. Was? Ich glaube, der ist ein Politiker, sei verständlich. Majestät, ich denke, hier liegt eine Verwechslung vor. Herr Streutz ist nicht der Ex-Politiker und Baumumarmer Matthias Streutz, Hofbildstelle? Ach so, ja, na. Ja. Er ist tatsächlich Polizist im Hauptberuf, ja. Hofbildstelle? Und wir haben schon geglaubt, er ist der, der ausgebissen worden ist von der Kollegin aus der Partei. Nicht? Nein, ist er nicht. Gott sei Dank nicht, nein. Also was macht er denn im Brotberuf, Seifenstein? Wie schon erwähnt, er ist Polizist. Also wir haben nichts gemacht, wir haben keine Chats gemacht, keine. Wir haben nichts damit zu tun. Wir kennen den Kurz nicht einmal. Wir haben auch kein Handy, wir haben nicht einmal einen Laptop. Wo ist unser Laptop? Im Park spazieren, meinst du? Der ist im Park spazieren, wir haben gar keinen Laptop. Uns braucht er. Aber ist er jetzt als Polizist da? Bei Uniform hat er keine Ahnung? Nein, das ist er nicht, Majestät, wenn ich kurz aufklären darf. Herr Streutz ist in seiner Eigenschaft als Skirennläufer her und er ist obendrein ein sehr, sehr erfolgreicher. Er hat bei den heurigen Olympischen Spielen in Peking Doppelgold gewonnen, in der Kombination und mit der Mannschaft. Bravo! Und wieso hat der Seifen gesagt, dass er ein Phönix aus der Asche ist? Da muss man ja vorher verreckt sein. Was meint er damit? Ja, es war bei ihm so, dass er letztes Jahr nicht mehr im Kader des österreichischen Skiverbandes war. Und war er frech zum Schröcksnadel? Gott sei Dank nicht, weil... Hat er in die Grundleine gesorgt? Was? Er war einfach zu langsam. Er war viel zu langsam und dann war am Ende der Saison einfach zu wenig auf dem Papier. Ja. Und dann? Ich habe mich selber vorbereitet auf die Saison, habe vom Skiverband Gott sei Dank nochmal die Möglichkeit gekriegt, mich zu qualifizieren. Da steckt noch was in mir. Weißt du, wenn ich kurz ergänzen darf, nach 63 Weltcuprennen hat Herr Streutz dann den ersten Platz in Adelboden in der Schweiz belegt. Und musste dann unserer Information nach erst überredet werden, in der Abfahrt anzutreten, um sich überhaupt für Olympia qualifizieren zu können. Stimmt das? Richtig, ja. Wieso war er das und wir nicht? Wieso erzählen Sie uns das nicht? Ja, Ihre Majestät ist ja viel beschäftigt und deshalb... Ja, aber wichtige Information für uns. Richtig. Aber Phönix aus der Asche, das ist ja, ja, nicht alles, oder? Man muss vielleicht dazu sagen, Herr Streutz war in dieser Zeit der Vorbereitung auf sich allein gestellt. Er hat sich zum Beispiel selbst seine Skier präpariert. Hofbildstelle? Ja, wieso erzählen Sie uns das nicht, bitte? Wieso muss immer er seine Geschichte erzählen? Er hat geglaubt, dass der kaiserliche Geheimdienst vielleicht auch besser informiert ist und dass solche Informationen zu Eurer Majestät schon durchgedrungen sind. Wir haben auch unangenehme Fotos. Von der Feier nachher. Komische Unterhosen. Ja. Was hängt denn da vorne raus? Schaut aus wie Klopapier. Pfui. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ja, das haben wir uns auch gedacht, wie wir die Fotos gesehen haben. Der kann sich nicht mehr erinnern. Majestät, Hubert Streutz gewann 1988 in Calgary ebenfalls olympisches Gold in der Kombination. Das hat er uns auch nicht erzählt!
das ist doch wichtig zu sagen, der Papa hat auch schon Gold gewonnen. Wahrscheinlich, weil es ihm peinlich ist, ne? Weil ihm selber nichts eingefallen ist. Ne? Na, mach halt das, was der Papa gemacht hat, gewinne ich halt auch Gold. Ja, so ungefähr. Wenn ihr das nächste Mal zur Audienz kommt, Seifenstein, setzen Sie sich gleich dahin und erzählen Sie mir alles. Ne? Dann brauchen wir ja gar nicht. Ne? Also, wissen Sie was, Seifenstein? Wir wollen ihn auszeichnen. Ja, gerne, Majestät. Wir wollen ihn auszeichnen, nicht für die Informationen, die er uns gegeben hat. Das denke ich mal, ja. Da kriegt er ein Pfui. Ja. Nicht? Aber für seine Leistung, weil er so ein super Skifahrer war, ernennen wir ihn zum Skilöwen. Brillant. Zum Skilöwen. Die Auszeichnung. Ja, aufstehen. Diese Auszeichnung muss er jetzt bei jedem Rennen tragen. Von mir aus unter der Startnummer. Ja. Und er kriegt auch jetzt einen neuen Namen. Jawohl. Ab sofort heißt er Simba Strolz. Simba Strolz. Präsentieren Sie. Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch mal ein bisschen brav sein. Gell? Vielen Dank, Herr Majestät.